Hi, heute geht's ins Weltall. Nein, natürlich nicht wirklich, aber die Begriffe lassen es irgendwie vermuten, denn heute oder diese Woche geht es um die Gutenberg-Galaxis und die Turing-Galaxis. Wer mit diesen beiden Namen nichts anfangen kann, der darf einmal recherchieren, wer Johannes Gutenberg war, Stichwort Buchdruck, und wer Alan Turing war, Stichwort Geburtsstunde der modernen Informatik, wenn man so möchte. Und dann werden wir uns damit auseinandersetzen, was denn ein Leitmedienwechsel ist und wieso man vielleicht gerade behaupten kann, dass das im Moment stattfindet. Denn wir sind am Scheidepunkt, wenn man so möchte, zwischen der Gutenberg-Galaxis, also einer Gesellschaft, die das Leitmedium Buch hatte. Das heißt, geschriebene Sprache war im Grunde das A und O unserer Gesellschaft. Und wir sind jetzt vielleicht auf dem Weg in diese Turing-Galaxis, wo eben das Digitale das Leitmedium ist. Und ein plakatives Beispiel, woran man sieht, dass Phänomene aus dem Netz irgendwie um sich greifen und in andere kulturelle Bereiche hineinspielen, zeigt dieses Bild, das ich auf Twitter gefunden habe, wo man einfach sehr schön sieht, dass auf einmal Dinge, die sonst ursprünglich aus dem Digitalen, aus dem Internet stammen, auf einmal in der realen Welt sich wo ganz anders manifestieren. Und das entspricht schon ein Stück weit der Definition eines Leitmediums. Nämlich Leitmedien sind laut Wikipedia Medien, denen eine ausgeprägte Hauptfunktion in der Konstitution gesellschaftlicher Kommunikation und von Öffentlichkeit zukommt. Ja, also das ist jetzt ein bisschen theoretisch, aber wir werden uns genau damit auseinandersetzen. Und natürlich auch damit der Frage, was denn dieser Leitmedienwechsel für das Bildungssystem, in dem wir alle arbeiten und leben und lernen, bedeuten kann. Dazu habe ich euch verschiedene Materialien zur Verfügung gestellt, die ihr euch ansehen dürft und sollt und natürlich auch dann eine entsprechende Frage dazu bearbeiten sollt. Ich glaube, dass das ein sehr spannendes Thema ist, weil es unter Umständen auch ein bisschen polarisieren kann, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt. Aber genau dafür sind wir hier, um eben bestimmte Stimmen zu diesem Thema für und wider aufzunehmen und zu diskutieren. In diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.